Darum Glück auf beim 18. Part der Tiernan Parker Spielerkarriere. Uns steht das Heimspiel gegen Carlisle United bevor und die befinden sich in der Tabelle auf dem 6. Platz. 18 Spiele, 8 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen, 22-17. Ein positives Torverhältnis von plus 5, 29 Punkte. Das heißt, mit einem Sieg könnten wir mit unseren 27 Punkten an denen vorbeiziehen. Das wird allerdings nicht einfach. Die letzten Wochen waren sehr, sehr schwer für uns. Und ja, nicht gerade von Topleistungen geprägt. Dementsprechend ja, ist die Mannschaft jetzt auch nicht überkrass selbstbewusst. Aber bringt ja alles nichts. Im Endeffekt muss man trotzdem versuchen, irgendwie alles zu geben. Und mit einem Sieg, wie gesagt, könnte man immerhin an Carlisle United vorbeiziehen. Und das sollte zumindest Auftrieb geben für den heutigen Tag und für das heutige Spiel. Und ja, wir werden es sehen, ob es was wird. Wir sind auf jeden Fall schwer gebeutelt, was unsere Startaufstellung angeht. Einige Verletzte haben wir jetzt zu verzeichnen, die nicht alle unbedingt lange ausfallen, 3 bis 4 Wochen, aber alle halt Schlag auf Schlag und dementsprechend werden wir auch von Johnny Mullins auf den Rasen geführt, während wir sehen, dass Notts County einfach marschiert und marschiert und marschiert, nur 2 Niederlagen und 2 Unentschieden. Darunter, habe ich jetzt nicht gesehen, ich glaube es war Exeter City, sogar nur eine einzige Niederlage. Also die könnten da vielleicht nochmal ranrücken. Während wir uns erstmal mit unserer Aufstellung vertraut machen. Marek Stech im Tor, über rechts kommt Stacey, über links Potts, Cuthbert und Mullins in der Innenverteidigung. Davor meine Wenigkeit mit Andrew Shinney und Glenn Rear. Ich glaube, die beiden habe ich noch nie so wirklich vor mir gehabt. Links Elliot Lee, rechts Harry Cornick und vorne im Sturm die Überraschung. Trainer Nathan Jones verzichtet auf Danny Hilton in der Startformation und bringt James Collins. Während wir auf die Aufstellung von Carlisle United gucken, im Tor Bonham. Über links kommt Granger, über rechts Miller. In der Innenverteidigung Parks und Hill, davor Little und Kennedy. Über links Lambie, über rechts O'Sullivan, David auf der 10 und Miller im Sturm. Und damit wollen wir eine neue Ära einleiten und endlich mal wieder 3 Punkte holen und endlich mal wieder auch ein Tor schießen. Das ist uns jetzt auch schon länger nicht mehr gelungen. So wirklich aus dem Spiel heraus, anständig, ohne Elfmeter, das ist schon ein bisschen was her. Dementsprechend versuchen wir einfach mal einen ruhigen Spielaufbau und auch zu zeigen, dass man sich hier nicht versteckt, trotz der Negativkrise. Ich halte mich da erstmal ganz entspannt zurück, spiele meinen Stiefel runter in der Verteidigung auf der 6. Da, wo ich gefordert werde, versuche ich da zu sein. Aber wir gehen erstmal schon früh drauf. Also Pressing läuft gerade ganz gut. Das muss man schon mal sagen. Die Frage ist halt, habe ich den Weg mitgemacht? Den Pass habe ich schon mal zugestellt. Miller nimmt außen den anderen Miller mit. Wenn wir noch gleich auf die Vornamen ein bisschen eingehen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. O'Sullivan, das sieht gut aus gegen Potts. Oh, dann ist es David, Little und Glenn Rear. Klärt erstmal in höchster Not. Cornick. Schlechter Pass, aber Cornick fängt den Ball ab. Und dementsprechend bleibt er im Spiel. Cornick. Noch nicht im Aus. Alles gut. Oh, wir setzen gut nach. Aber wie gesagt, das Pressing sieht gut aus. Und wir kommen da auch fast zu unserer ersten Gelegenheit. Gute Flanke allerdings auch geklärt vom Innenverteidiger. Bonham. Torwart, dann ist es Miller. Oh, dann die Balleroberung. Ah, der Pass kommt nicht. Schade. Oh nein, jetzt bleibt auch noch James Collins liegen. Jetzt bleibt auch noch James Collins liegen. Ich achte da nur auf den Schiedsrichter jetzt und halte währenddessen hier mal einfach die L1-Taste gedrückt.
dass ich in Position bleibe sozusagen. Ah, scheint wieder aufgestanden zu sein, James Collins. Schlechtes Timing, ja, das kennen wir ja mittlerweile. Miller, gute Drehung. Oh. Eieiei. Gute Drehung, das hat er klasse gemacht. Sehr gute Drehung um Cuthbert, glaube ich, herum war das. Der da mal wieder wie eine Slalom-Figur stand. Ah, erste Chance gehört Kalisse. 17. Minute. James Collins, da ist die Benachrichtigung, Verletzung. Kann wohl vorerst weitermachen. Die Frage ist halt nur, wie lang. Ah, ist gut gelöst. Einwurf jetzt für uns. Elliot Lee bringt ihn auf mich. Und ich bringe erstmal sicher den Pass auf Mullins. Der gibt ihn mir nochmal. Andrew Shinney. Landet der Ball schon nur noch mit ein bisschen Glück bei James Collins. Rear. Ich stehe auf jeden Fall frei. Ah, oh, Stacy, schlechter Pass. Da wollte ich sogar noch in den Zweikampf, kam zu spät. Ja, da auch mal wieder. Ja, auch nicht wirklich drin. David Cuthbert, gut dazwischen. Oh, im Liegen klärt er das Ding. Habe ich so jetzt auch noch bisher nicht bei FIFA gesehen. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ah, oh, Ball abgefangen. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Nein, Glenn Rear vertändelt ihn wieder. Miller. Dann ist es David. Und dann ist Stacy mit der Balleroberung. Cornick. Da ziehe ich direkt wieder zurück. Stehe als Anspielstation bereit. Cornick entscheidet sich lieber für den Fehlpass. Dann haben wir Glück, dass der Ball von Hill auf Collins abprallt. Guter Ball jetzt von Shinny. Den kriegt Elliot Lee allerdings nicht ganz. Und wir bauen wieder von hinten auf. Oh, da verliere ich den Ball. Das war ganz, ganz mies. Ich drauf auf O'Sullivan. Jetzt ziehe ich wieder zurück. Ah, jetzt bin ich fast wieder geholt, den Ball. War nix. David jetzt, aber Potts ist dazwischen. Fängt dann den Ball ab. Glenn Rear, schlechter Pass. Wohin will er den denn bringen? Ah, nee, 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 nee. Abgedrängt. Balleroberung jetzt von mir. Lee, du kannst mir ruhig den Ball zuspielen. Glenn Rear spielt ihn nicht wieder, dann, wenn ich nicht mehr Anspielstation finde. Hat in dem Fall jetzt mal funktioniert. Ah, wieder mal hinten rum. Elliot Lee, das sieht gut aus. Schickt Potts, das sieht sehr gut aus. Nee, der bricht nochmal ab, lässt aber für Lee den Ball. Und er hätte jetzt dann theoretisch Potts wieder spielen können. Hat er nicht getan. Clint Hill, Verteidiger, 39 Jahre alt. Heidewitzka. Und ich dachte schon, ah, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr. Von einem unserer Gegner auf jeden Fall, war ein 34-Jähriger. Ich dachte, der wäre schon alt. Aber 39 ist natürlich auch eine Ansage. Clint Hill. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Mit 39 kann man sich die englische vierte Liga nochmal gönnen. Glenn Rear, gute Ballannahme, hat er gut gemacht. Jetzt vielleicht mal der Aufbau über Jack Stacy. Das ist alles wieder, ich weiß nicht. Das ist alles wieder zu wenig. Zu ungenau, zu unkonzentriert vielleicht auch. Da kam ich zu spät. Ah, schlechtes Timing, Shinny. Ah, den Weg zumachen. Jetzt kommt über links Granger, der Linksverteidiger. Potts ist aber da. Und ich spiele den Ball erstmal auf Mullins. Ganz sicher war der auch nicht, muss ich zugeben. Jetzt vielleicht mal Shinny und dann ist Kennedy dazwischen. Dann ist Kennedy dazwischen. Miller, Granger, Lambie, Granger. Linksverteidiger David und dann ist es Little, der Sechser. Der hier Marek Stechma irgendwie so ein bisschen versucht zu prüfen. Das klappt aber überhaupt nicht. Cornick, Collins, jetzt mache ich mal den Weg mit. Ah, dann wird mir von Little der Ball abgeluchst. Schade. Ja, Halbzeitfazit. Was soll man sagen?
Einer der Millers heißt auf jeden Fall Sean und das wird der Stürmer sein. Hätten wir das schon mal geklärt. Ja, Halbzeitfazit. Es geht so weiter wie in den letzten Wochen. Ich glaube, damit ist alles gesagt und damit gehen wir einfach direkt weiter in den zweiten Durchgang. Denn, ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Ungenaue Zuspiele. Hinten eigentlich relativ sicher, lassen wir auch nicht viel zu. O'Sullivan, Miller, Balleroberung von Potts. Jetzt vielleicht. Luke Barry spielt mittlerweile. Kam in der Halbzeit wohl für Andrew Shinney rein. Der hat anscheinend überhaupt gar kein Standing beim Trainer. Also Nathan Jones, weiß nicht, ob er da schon... Shinney ist ja nur ausgeliehen. Ob er da schon die Elf nicht für nächste Saison prüft, aber sich da gar nicht erst auf jemanden festlegen will, den er dann doch nicht mehr halten kann. Miller, oh, haben wir Glück gehabt, dass Johnny Mullins dazwischen gegangen ist. O'Sullivan jetzt, über den rechten Flügel. Potts geht rauf, ja, macht er nicht. Miller, O'Sullivan, stehe auf jeden Fall in der Mitte, lauf hier mit. Und da haben wir ihn. Oh, Marek Stecht, was ist das denn wieder für ein Ding? Das kann nicht sein Ernst sein. Barry. Spiel mal einen langen Pass, aber auch der ist zu ungenau. Dachte, ich probiere mal einen, aber wir sollten flach bleiben. Da haben wir die meisten Chancen. O'Sullivan. Bevor ich in den Zweikampf komme, ist O'Sullivan dann auch schon weg. Ach, immer einen Schritt zu spät. Mark Ellis kommt für Clint Hill. Klar, mit 39, da kann man auch, ja, keine 90 Minuten mehr durchspielen. Kein Vorwurf, dass er mit 39 immer noch vierte englische Liga spielt. Ist an sich schon stark genug. Kennedy, kommt über rechts, aber Andrew Shinney ist dazwischen. Der spielt anscheinend noch. Dann weiß ich nicht, für wen Luke Barry kam. Wenn ich hier den Ball auf Stacy bringe. Ah, okay, Luke Barry spielt auf der Seite. Dann wird er für Glenn Rear gekommen sein. Oh, Pass, Cuthbert gut dazwischen. Potts, Shinney nehme ich mit. Hat er getan, sehr gut. Ah, schlechter Pass. Schlechter Pass, ich bin aber nochmal dazwischen gegangen. Konnte zumindest einen schnellen Vorzug oder Gegenzug von Kalisel verhindern. Miller, Stacy, Shinney, Barry, das sieht gut aus. Bis ich den Ball bekomme, dann sieht es nicht mehr so gut aus. Oh, das gibt Gelb. Eieiei. Eieiei, das gibt auf jeden Fall Gelb. Da bin ich ganz zu spät gekommen. Elliot Lee mit der Balleroberung. Barry, das machen sie jetzt gut. Lee. Collins, Lee. Und dann sollte eigentlich wieder Collins den Ball bekommen. Hat er nicht getan. Ich bin dann dazwischen, aber auch Sullivan holt sich den Ball. Barry, Balleroberung. Guter Pass von mir auf Elliot Lee. Dann ist es Collins und dann ist Luke Barry. Pfosten! An den Pfosten! Da bin ich nochmal dazwischen, aber von mir geht der Ball dann ins Aus. Und jetzt hole ich mir die gelbe Karte. Ja, die ist verdient. Die ist verdient. Ja, Fotograf macht nochmal ein Foto, wie ich mich aufrege. Hoffentlich habe ich nichts Böses gesagt. Ja, ganz klar, da komme ich deutlichst zu spät. Und hol mir da den gelben Karton, während Danny Hilton dann jetzt für James Collins kommt. Der hat es nicht schlecht gemacht, der Pass auf Luke Barry war richtig gut. Der Schuss von Luke Barry war dann auch gut. Wenn ich jetzt gerade gesehen habe, dass Bennett wohl für Sean Miller eingewechselt wird bei Kalisel. Da gehen wir gleich dann drauf ein. Wenn wir es oben links angezeigt bekommen. Ob wir dann nochmal die Bestätigung bekommen. Ja, Bennett kommt für Sean Miller. Luke Barry. Gutes Zusammenspiel mit mir und Hilton. Jetzt mal Pass auf Shinney. Und dann ist es ein Freistoß. Ich denke, den muss man nicht unbedingt geben, aber wir kriegen ihn. Während Mike Jones jetzt für Jamie DeWitt kommt, den Zehner. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht machen wir aus dem Freistoß ja jetzt mal was. Meine Wenigkeit bleibt erstmal hinten. Danny Hilton. Eieieiei. Da kann ich auch besser die Freistöße schießen.
Die kommen auf jeden Fall dann präzise aufs Tor. Ob die reingehen, das wage ich zu bezweifeln, aber immerhin gehen die aufs Tor und nicht 5 Meter drüber. Kennedy. Dann ist es Miller, O'Sullivan, Jones. Meine Wenigkeit geht wieder ihrem Sechserjob nach. Bennett kommt über den rechten Flügel. Dann ist jetzt irgendwie nicht so wirklich einer drin. Ja, jetzt mittlerweile dann schon. Jones, Miller, O'Sullivan, Jones. Oh, da natzt er mich. Da natzt er mich und dann kommt Kennedy zum Schuss. Oh, wäre auf meine Kappe gegangen. Weil ich da Bennett einfach so an mir vorbeiziehen lassen habe. Jetzt habe ich eine neue Position. Ich weiß nicht welche, aber dadurch, dass ich gerade Richtung linkes Mittelfeld laufe, wenn ich hier Stellungsspiel anmache, dann bin ich wohl jetzt linker Mittelfeldspieler. Dann reihe ich mich da direkt auch mal ein auf der linken Seite, während Lambie hier mit dem Foul kommt. Und wir die Möglichkeit haben. So, ich muss ganz hinten bleiben. Genie. Jetzt habe ich mal den Ball. Bringe eine Flanke, die kommt gut. Konek, dann ist Genie. Und dann ist Parks dazwischen. Oh, Flanke war so gar nicht so schlecht. Parks, ja, mit dem Ellbogen, aber aus der kurzen Entfernung keine Absicht zu unterstellen und dementsprechend richtig, dass es hier Eckball gibt. Danny Hilton, was für eine Ballannahme. Dann bring wieder James Collins. Also wirklich, dann bring doch wieder James Collins. Der hat es auf jeden Fall nicht so katastrophal gemacht. Danny Hilton ist auch völlig außer Form. Den Elfmeter hat er gut reingemacht, aber da hört es dann auch schon auf. Balleroberung von meiner Wenigkeit. Aber dann dieser Fehlpass. Fast. Fast. Da haben wir Glück, dass Jack Stacy was, glaube ich, aufgepasst hat. Elliot Lee, da setze ich mich nicht durch. Verliere den Ball an Kennedy. Fehl jetzt wieder hinten, muss jetzt Gas geben. Ich bin auch nicht der Schnellste, ne? Das ist mir auch mal aufgefallen. Little, ich muss mich jetzt auch zurückhalten. Ich darf ja auch keinen Foul mehr begehen. Kennedy. Genie dazwischen. Genie. Marek Stech. Und der haut den Ball erstmal nach vorne. Kennedy. O'Sullivan. Jones. Gut, dass er den Pass spielt. Hätte auch schießen können. Die Schussposition war da. Potts. Oh, es ist anstrengend. Es ist richtig anstrengend. Auch, dass es wieder 0-0 eventuell ausgeht. Luke Berry, Marek Stech. Hau den Ball nach vorne, Mensch. Einfach nur nach vorne. Ich bin doch hier. Ich stehe doch schon hier. Da kommen wir jetzt nochmal nach vorne. Nö, kommen wir nicht. Nee, das war's. Ein ganz, ganz schwaches Spiel. Endet 0-0. Wir hatten eine dicke Möglichkeit. Luke Berry trifft den Pfosten. Ansonsten war es aber auch nicht wirklich verdient. Und ja. Mit nur Unentschieden kannst du am Ende auch nichts reißen. Unsere eigene Leistung war eine 7,1. Wir haben nicht aufs Tor geschossen. Wir haben nur 84% der Pässe an den Mann gebracht. Das war ganz schlecht. 37% Zweikampfquote ist sogar noch halbwegs okay. 3 gewonnen, 5 verloren. 4-mal nur schlecht gestanden. Das ist okay, damit kann ich leben. 8-mal den eigenen Ballbesitz verloren. Das ist einfach wieder viel zu viel. Und 3 magere Chancen gibt es. Also, sorry, aber da hört's auf. Aber das war ein ganz, ganz schlechtes Spiel. Ganz schlimm mit anzuschauen. Da tut mir auch wirklich wieder jeder leid, der sich das hier gegeben hat. Ah, nee. Nee, nee. Und nochmal nee. Wir springen erstmal weiter zum nächsten Spiel. Nein, stopp. Wir, nee, doch, verbleibende Tage 3. Training wird nix. Dann springen wir weiter zum nächsten Spiel. Müsste Groove Alexandra sein. Ist Groove Alexandra. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Und bis dahin sage ich, haut da rein, Glück auf. Ciao, ciao.